Hallo, hier ist der Claudio vom Erlebniskatalog und in diesem Video geht es um die Experimenta in Heilbronn. Ich schicke es gleich vorweg. Wir haben 3 Stunden werden wir eingeplant. Am Ende waren wir den ganzen Tag da. Früh um 9.30 Uhr ungefähr sind wir angekommen, waren dort im Parkhaus. 18 Uhr sind wir wieder raus und wir haben nicht alles geschafft. Und ja, ich lasse schon im Hintergrund ein paar Fotos mitlaufen. Als dann Hinweis noch, ganz oben links gibt es noch besondere Räumlichkeiten, wo man eine Zeitung machen kann, wo man, glaube ich, noch andere Sachen machen kann. Die haben wir gar nicht entdeckt. Ja? Die haben wir 5 Minuten vor wir gegangen sind, haben wir das rausgefunden. Und das wäre noch richtig toll gewesen für die, was man machen kann, für die Kinder vor allem. Okay, zu den Sachen, die man machen kann. Die Sonderausstellung zum Beispiel, die es da bei uns gab. Wie produzieren Lebewesen Licht? Ja, war eine ganz tolle Sache. Wir haben selber Strom produziert. Ja, man konnte mit einer Plasmakugel das Plasma verschieben. Ein Roboter konnten wir steuern und einstellen, der dann was macht hat. Elektrische Schaltungen, Solarenergie. Man konnte experimentieren, was notwendig ist, damit der Strom von der Stromerzeugung bis zu uns in die Steckdose kommt. Was da alles gemacht werden muss. Ganz toll fand ich jetzt zum Beispiel auch die Fotos mit der Wärmebildkamera. Und das Foto, das habe ich jetzt nicht hier, leider, wie man aussieht, wenn man 20 Jahre älter ist. Ja. Man könnte mit Greenscreen so ein bisschen experimentieren. Das ist auch die Technik, die ich jetzt hier im Video verwende, damit sich die Bilder im Hintergrund sehen. Ja. Ja. Übersetzung von Zahnrädern, Photovoltaik, eine super lange Tischkickerbahn, wo man Tischkickern konnte, mit vielen, vielen anderen Leuten, was wir auch gemacht haben, was auch tierisch Spaß gemacht hat. Und ja, 1000 andere Sachen. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr in der Nähe seid von Heilbronn, nehmt euch einen Tag Zeit, besucht die Experimenta, die ist echt klasse. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, bitte vergiss nicht, hier zu abonnieren zu klicken und vielleicht auch gleich, ja, das nächste Video anzuschauen. Okay, das war's, bis bald. Ciao, ciao.